Hallo und herzlich willkommen hier zum vierten Kick It Live Vlog. Mein Name ist Jigdal und in diesem Vlog tanze ich gleich auf zwei Geburtstagen, nehme euch Backstage mit und es gibt ein Unboxing Special. Ich würde sagen, wir fangen an und gönnen uns erstmal ein bisschen Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff, Stoff und Schnaps. Und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. So, das war die Stoff- und Schnaps-Party hier im Studio One. Uwe, der Haustechniker. Ja, sucht ihr viel Technik? Und ich zeige euch mal, wie es danach aussieht. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Heute ist German DJ Contest das große Finale. Da treten heute 6 Teilnehmer gegeneinander an und da gibt es natürlich auch jede Menge zu gewinnen. Die ganzen Preise für den German DJ Contest 2016 befinden sich genau in diesen Kisten. Schauen wir doch mal rein, was wir hier haben. Oh, Kopfhörer und einen Controller für Ableton Live. Dann haben wir noch einen Aufkleber, Juliet Sikora, ich glaube, das ist ein DJ, Elevator DJ, das kennt auch jeder, ist ein bekanntes Versandhaus und Kitball Records, auf jeden Fall auch sehr schick. Oh, ein goldener Plattenspieler von Reloop. Mhm. Also Reloop-Plattenspieler sind ja auch gar nicht so schlecht, wir haben ja selber hier welche auch in der Schule seit 7 Jahren. Okay, so, oh, jetzt haben wir hier die ganzen Gutscheine, sind hier runtergefallen. Der Ablaufplan für heute Abend, ist da. So, und wir schauen mal rein, was sich jetzt hier drin befindet. Okay, wir haben hier einmal, ich glaube, das ist ein Werbebanner von Reloop. Okay. Dann haben wir hier Slipmats. Auch schick. Von Otterphone DJ. Mhm. Ja, 3 Stück gleich für die Vinyl-DJs. Oh, dann haben wir hier noch wunderschöne T-Shirts von Otterphone. Ja. Auch noch, so viele gleich. Das sind, glaube ich, fast Pullover. Ist das hier? Ob ich mal einen anprobiere? Ich probiere mal einen an. So, steht mir das ganz gut hier? Ja, das ist auch mal ein bisschen farbenfroh. Also, gebt mir ein Like, wenn ihr denkt, das T-Shirt steht mir. Okay, wir schauen mal weiter rein, was es so Schönes gibt hier. Oh, was haben wir denn hier noch? Otterphone DJ-Nadeln. Ja, auch sehr hübsch. Aufkleber. Real DJs play Vinyls. Vinyl. Real DJs play Vinyl. Okay, also kann ich jetzt nicht ganz so zustimmen. Ich würde sagen, ich würde den Spruch ändern, vielleicht wahre DJs können auf Vinyl spielen. Ja? Aber ist ja heute auch gar nicht mehr so richtig. Dass, man kann ja auch viele schöne Sachen heutzutage ohne Vinyl machen. Okay, was haben wir denn noch hier? Oh, das ist aber cool. Einen schönen Otterphone-Rucksack. Auch sehr geil. Ja. Otterphone-DJ-Bag. Sehr hübsch. So, draußen. Also den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Und gleich 2 davon. Okay. Cool. Cool.
sind jetzt hier live Backstage im Kraftwerk Mitte. Und was machen wir hier gerade Schönes? Das ist hier, Livestream. Genau, den Livestream. So sieht das Ganze hier Backstage aus. So, jetzt gehen wir mal vor. Denn hier ist er schon kräftig aufgebaut. Und hier im Background auch noch der Partyleinwand. Sind wir da. Da geht uns ein Licht auf. Ja, wir hatten ja gerade diese schöne Lampe in der Hand gehabt und seht ihr? Oh my God! So, und wir werden sie mal. Beerdigen, leider. Hallo, hochanständig. DJ Straight in the house. Erster Teilnehmer heute. Und schon aufgeregt. Schon leicht. So ein bisschen, ne? Hoffen wir mal, dass die Plattenspieler funktionieren. Ja, ich denke, die funktionieren. Die Pioneer haben immer gut geklappt, ja. Also. Ja? Sind wir gute Dinge, oder? Make das stimmt, ein schönes Fanbild hast du bekommen, ja? Auf jeden Fall. Ja. Okay, drück mir dir die Daumen. Keine grünen Getränke. Wie seid ihr eigentlich drauf gekommen auf das Motto? Du hast es immer herhalten muss. Das Odol. Ach, du trinkst das immer. Hat Odol verwechselt mit Pfeffi. Guck mal, da ist so eine Markierung, wo so 4 und 2 dran steht. Genau. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Wen schmeckt das? Hier schmeckt ja hier alles, oder? Ja. Alle anschoben. So. Aber auf Ecken. Schmeckt wie Odol. Oder Listerine. Nur nicht ganz so scharf. Obwohl, ist gar nicht so schlimm, ne? Es geht. Man kann sich durchaus dran gewöhnen. Wir sind wieder bei Deutschlands größten DJ-Contest, beim German DJ-Contest. Heute zum großen Finale in Dresden. Und diese jungen Herren, die jetzt hier vorne seht, das sind die 6 DJs, die übrig geblieben sind. Und die heute Abend hier antreten. Das war doch mal eine richtig gute Nacht beim German DJ Contest 2016 Finale. DJ Straight und Mad Noise, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Ding gewonnen. Glückwunsch natürlich auch an alle anderen Finalisten. Ihr habt alle eine mega geile Show abgeliefert. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr nochmal. Und jetzt geht's gleich weiter zum 2 Years Birthday Bash vom My House. Einer der schicksten Locations hier in Dresden. Aber vorher muss ich nochmal kurz im Kraftwerk Mitte vorbeifahren. Denn da habe ich gestern leider mein Kameranetzteil vergessen. Und ich hoffe mal, ich krieg's wieder.
so ein Tankstopp kann auf jeden Fall schon abenteuerlich sein. Aber ich habe meine Kaugummis bekommen und auch meinen Red Bull. Auch wenn es irgendwie am Anfang Probleme gab mit der Auswahl der Kaugummisorte und mit der Abrechnung von der Kasse. Aber ich habe es geschafft. Da ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, da ich heute erst 2.30 Uhr spiele, habe ich mir gedacht, fahre ich doch heute mal in eine der ältesten Locations hier in Dresden. Und zwar den Blauen Salon, denn da spielen heute die Hot Bananas, David Puentes und Hochanständig. Voller Parkplatz hier vom Maihaus, das lässt Gutes erahnen. Und ich habe ja gar nicht gewusst, dass heute die Hot Bananas 15 Jahre gefeiert haben. Also heute ist irgendwie Tag des Geburtstages. Ja, auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Hot Bananas. 15 Jahre, das muss man erstmal schaffen. Auf jeden Fall haben die hier in Ostdeutschland die Szene geprägt in den letzten 15 Jahren. Ja, und ich wünsche den beiden, dass sie noch 15 Jahre auf jeden Fall durchhalten. Okay, jetzt gehen wir mal rein ins Maihaus. I want you to put your hands up. To the house music, 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 music. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst einen Kommentar oder gebt mir ein Like. Und an alle Producer, ich plane für die nächsten Ausgaben ein paar Tutorials. Also wenn ihr Vorschläge habt für Themen, Ideen, dann schreibt sie hier in die Comments rein. Nächstes Mal gibt es dann jede Menge Konfetti und ich stelle euch ein paar alte und neue Hasen vor. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Kick it live!